Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen, ich weiß noch nicht, ob es ein Adventskalender ist, Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich dieses wunderschöne Ding. Oh mein Gott. Das ist, ich muss kurz spicken, weil ich weiß es nicht auswendig, Charlotte Tilbury's Bejeweled Chest of Beauty Treasures. Also wenn du Bock drauf hast, Charlotte Tilbury's Schatzkiste auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Oder sollte ich eher Schmuckkästchen dazu sagen? Irgendwie schon. Also wir haben hier in diesem wunderschönen Ding, was ich bei Feel Unique für 171 Euro bestellt habe, kostet bei Charlotte Tilbury übrigens 185 Euro, 12 Schublädchen, die aber nicht nummeriert sind. Die kann man auch super so weiterverwenden. Also das ist halt wirklich auch ein Produkt, das schmeißt du nachher nicht weg. Safe. Also dafür sind diese Knöpfchen hier vorne dran auch viel zu schön. Also man verwendet es nachher als Schmuckkästchen, als Schminkkästchen, als was auch immer Kästchen. Aber man schmeißt es auf jeden Fall nicht weg. Also wer das wegschmeißt, also das ist ja unglaublich, ne? Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Ja, wie gesagt, hier haben wir Produkte von Charlotte Tilbury drin. Sehr, sehr hochpreisig, sehr, sehr krass und sehr, sehr teuer war das Ding halt auch einfach mal. Aber ich war sehr angefixt und wollte wissen, was drin ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dort bestellt habe bei Feel Unique, gab es auch eine Aktion, wo man etwas von Charlotte Tilbury gratis mit dabei bekommt. Aber man wurde nicht darüber informiert, was es sein wird. Ich dachte, naja, es wird wahrscheinlich der Pillow Talk Lipstick sein oder so, was halt gerade so extrem, da so im Kommen ist. Aber nein, Leute, es ist Scent of a Dream Eau de Parfum mit 30 Millilitern. Hier ist einfach mal ein Parfum drin. Und ich weiß, ich sammle für euch Parfums für meinen Parfum-Adventskalender, aber so ein Parfum will ich riechen. Will ich sehen, wie der Flakon aussieht. Und ich will es wahrscheinlich auch einfach behalten, weil ich für diesen Advents-Dings 171 Euro bezahlt habe. Von meinem hart verdienten Geld. Okay. The Key to Attraction, also der Schlüssel zu Attraktivität. Oh mein Gott. Oh, hier kommt schon direkt ein Duft raus, Leute. Wow. Ist das schön? Oh, das sieht so edel aus. Es sieht so edel aus. Oh. Okay. Okay. Hier kommt schon direkt ein alkoholischer Duft raus. Also ich weiß gar nicht, wonach das riechen soll. Na, wir sprühen erstmal. Riecht voll gut. Sehr schwer, sehr weiblich. Ist für mich eher so ein Abendduft tatsächlich. Aber es riecht super angenehm. Boah, riecht das teuer. Das riecht gut. Und ich rieche gerade intensiv mit meiner Nase dran und ich kriege keine Kopfschmerzen davon. Es riecht ein bisschen nicht unbedingt jung weiblich, sondern schon eine Frau weiblich. Es riecht sehr, sehr gut. Das ist echt toll, doch. Also nicht unbedingt ein Duft, zu dem ich so jetzt gegriffen hätte, aber jetzt ist er da, jetzt wird er verwendet. Schön. Wie gesagt, das gab's für Umme. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Charlotte. So, ich werde jetzt tatsächlich gleich Schublädchen für Schublädchen mit euch zusammen durchgehen und öffnen. Ja, das kannst du einfach hochklappen, ne? Da könntest du theoretisch oben die Produkte drin aufbewahren. Make all your beauty dreams come true. Du sollst, dass alle deine Beauty-Träume wahr werden, machen lassen. Und ja, es ist halt Pappe, ne? Hier ist es leider auch ein bisschen gerissen. Also dieses vordere Segment hat sich ein wenig gelöst. Das finde ich ein bisschen schade. Aber naja, es ist halt wirklich sehr schön. Ja. Ja. Ich kann gar nicht aufhören, es anzugucken. Okay, wir machen die erste Schublade auf. Hier haben wir so ein bisschen Seidenpapier, damit es wahrscheinlich nicht allzu sehr drin rumfliegt, ne? Die erste Schublade beinhaltet Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter. Das ist schön. 12 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ein Highlighter von Charlotte Tilbury. Läuft bei ihm. Oh, Easy Highlighter. Das dürfte eine Full Size sein mit 12 Milliliter. Ah, oh, hat ein Puffelding vorne dran. Okay. Flüssig Highlighter. Bin ja eigentlich kein... Ach so, hier steht oben dran. Okay, So, jetzt habe ich den geöffnet, glaube ich. Ja. Ah, jetzt füllt sich das Puffelding vorne auch. Und dann gehe ich damit mal so ein bisschen über meine Hand. Oh, huch. Das ist intensiv. Aber das ist schön.
Ja gut, das Püffelding wird halt irgendwann zuspacken, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig von der Verpackung her. Ich verblende das mal eben so ein bisschen auf meiner Hand. Und es ist einfach wie Perlglanz hier auf meiner Hand. Oh, schön. Sehr, sehr schön, oder? Es ist ein sehr erwachsener Glow. Man sieht ihn kaum, aber auch sehr tragbar, im Alltag verwendbar. Schön. Die zweite Schublade ist hier oben, die kleine. Ist eigentlich egal, welche ich dann so, in welcher Reihenfolge ich das aufmache. Color Chameleon Copper Lights. Das sieht mir fast schon nach einem Lidschattenstift aus, oder? Das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich bin jetzt eigentlich kein Fan von Lidschattenstiften. Oder ist das, ich weiß es nicht. Ich werde den trotzdem swatchen und wahrscheinlich auch ausprobieren dann, ne? Also nicht wahrscheinlich, ich werde den ausprobieren. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Weil ich denke mir einfach, wenn das so was Hochpreisiges ist, dann wird mir das doch nicht irgendwie in die Falten rutschen oder so, oder? Ich hoffe nicht. Lässt sich auch so ein bisschen ausblenden. Das kann ich mir vorstellen, doch tatsächlich so als Monolook, ne? Sieht schon schön aus. Wird ausprobiert. Dann schauen wir mal, was in der dritten Schublade drin ist. Wieder ein Stift. Rock'n'Cool. Iconic Liquid Eye Pencil. Barbeja Brown. Okay, das ist schon wieder in Ordnung. Das kann ich mir dann vorstellen, das dann auszusmatschen. Kann man dann auch gut mit dem Stift da verwenden. Das ist dieses hier. Ein Kohlkajal. Oh, aber ein sehr dunkles Braun ist das, ne? Sieht aber schön aus. Sehr, sehr soft. Lässt er sich hochdrehen? Nein. Den Anspitzer mit bei? Nein. Echt nicht? Das ist aber krass. Okay, da muss man das Plastik anspitzen. Das mag ich eigentlich nicht so gerne und hätte ich eigentlich auch bei so einem hochwertigen Produkt nicht vermutet. So, die nächste Schublade ist wieder etwas größer. Aber das Produkt ist schon rausgefallen und ist relativ klein. Aber das ist nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ob das Full Size ist. Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Das ist Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner in der Farbe Pillow Talk. Das heißt, wir haben hier safe dann auch noch den Pillow Talk Lippenstift drin, oder? Ja, das fände ich cool. Hier stehen auch keine Mengenangaben drauf, aber die werde ich online finden und euch das dann halt auch entsprechend einblenden. Und dieser Pillow Talk, der ist so schön von der Farbe her, weil der sehr, sehr gefällig ist. Ja, sehr schön, ne? Das ist eine tolle Farbe. Aber auch hier kein Anspitzer, kein nix, ne? So, dann machen wir das nächste einmal auf. Ah, da. Oh, sehr schön. Da haben wir eine Maske drin. Goddess Skin Clay Mask, eine Lehmmaske für göttliche Haut. Da sind 15 Milliliter enthalten und das soll entsprechend deine Haut sichtbar liften, weich zeichnen, aufhellen, alles Mögliche, was Poren angeht, reduzieren und babyweiche Haut machen. Na, ob sie das wirklich schafft, ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, ne? Und wenn es göttlich sein soll, hallo, hier bin ich. Ich glaube, Charlotte Tilbury ist schon sehr, sehr stark parfümiert, oder? Es riecht schon intensiv, aber ich rieche ja auch im ganzen Raum gerade extrem dieses Parfüm. Alto Belly, das riecht echt gut übrigens. Kommen wir jetzt zum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Ich weiß gar nicht, wann man sowas jetzt aufmachen würde. Ich glaube, sowas verschenkt man zu Weihnachten, oder? Oh ja, das hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender auch schon drin. Und zwar ist das das Charlotte's Magic Serum. 8 Milliliter sind hier enthalten und das ist super, super, super teuer. Das soll einfach deine Haut magisch schön machen. Ja, damit deine Haut einfach entsprechend jünger aussieht. Das wird auf jeden Fall noch getestet. Das ist so eine kleine Glasfiole, ne, wo eine Pipette drin ist. Das finde ich interessant. Ja, aber ich muss erst das Serum, was ich aktuell verwende, aufbrauchen und dann kann ich erst darauf zurückgreifen. Ich, ne, handhabe das mittlerweile so, dass ich gerade bei Pflegeprodukten das nach und nach mache, damit mir nichts kippt. Das fände ich echt schade. Ja. Hier haben wir wieder eine kleine Schublade. Aber hier ist irgendwie was Größeres drin. Also die Schubladen lassen nicht unbedingt darauf schließen, ob was Kleines oder Großes drin ist. Wonder Glow. Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Ein Primer mit 15 Millilitern, der dir Strahlkraft geben soll. Ja, das finde ich toll. Primer mag ich. Ich verwende am liebsten feuchtigkeitsspendenden Primer oder eben einen Glow Primer. Jo,
und dann sollst du wunderschön aussehen. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das mag ich. Und gleichzeitig soll der auch noch Falten wegmachen. Mal gucken. Wir haben hier wirklich ein schönes Verhältnis, so ein bisschen Pflege, aber hauptsächlich dekorative Kosmetik und das finde ich gut. Hier ist die nächste Schublade. Man denkt immer, sie wäre leer und dann macht man so und da kommt was raus. Pillow Talk Push-Up Lashes, eine Mascara wird das sein. Sehr, sehr schön. Super Black. Auch hier steht keine Mengenangabe drauf. Ja, das finde ich raus. Das ist kein Problem. Sieht sehr schön aus. Oh, ein Gummibürstchen. Und ja, das sieht wirklich nach einem Push-Up-Bürstchen aus, ne? Sowas lässt immer auf Volumen schließen. Muss man immer vorsichtig auftragen. Immer so in Zickzack-Bewegung und dann vorsichtig nach oben gehen. Ansonsten verkleben dir die Wimpern so schnell. Die ist jetzt interessanterweise gar nicht so stark parfümiert wie andere Mascaren, die ich so kenne. Toll. Hier haben wir schon das nächste. Und das dürfte der Pillow Talk Lippenstift sein. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ey, das sieht echt... Oh, ich fühle mich gerade so nobel hier. Also, ne? Bin ich total nobel hier unterwegs. Schön. Die Farbe, ne? Ah. Das riecht süßlich. Oh Gott. Sieht sehr schön aus. Und man sieht hier auch anhand der Farben, ne? Es ist alles schon etwas zurückhaltender, etwas dezenter, sehr alltagstauglich. Mag ich. So, weiter geht die wilde Reise durch die sehr, sehr High-High-High-High-High-Ad-Geschichte. Hier haben wir das nächste. Supermodel Body. Shape, Hydrate and Glow. Okay, das soll mein Körper zu einem Modelkörper machen mit 15 Millilitern. Da bin ich ja mal gespannt. Das glaube ich eher weniger, ne? Gerade bei 15 Milliliter, so ein bisschen wenig. Ja, also, das soll ein Supermodel in der Tube sein. Läuft bei ihm. Okay, ja. Ja. Highlighting Trick for an All-Over-Sculpting Shimmer. Ach so, haha. Das macht dich jetzt nicht irgendwie wunderschön im Sinne von hier Dehnungsstreifen weg oder Zellulite weg. Nee, nee. Das ist etwas, was du dir so auf die Beine gibst, um einen leichten Schimmer zu bekommen. Ja, okay. Sowas ist nicht unbedingt mein absolutes Lieblingsprodukt, um ehrlich zu sein. Aber ist ganz witzig hier drin. Also, das dann hier drin zu haben. Ist okay. So, jetzt haben wir nur noch zwei Schubladen, Leute. Oh, da fällt der Deckel schon ab vor lauter Vorfreude, sage ich mal. Das ist nämlich Charlotte's Magic Cream. Das ist dieses ultimativ bekannte Gedöns. 15 Milliliter sind hier drin. Und das soll einfach super toll sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie verwendet. Viele versuchen ja immer irgendwelche Dupes dazu zu finden. Ich werde es mal austesten. Da bin ich gespannt. Kann man als Primer verwenden? Kannst du als ganz normale Feuchtigkeitscreme verwenden? Ich werde es einfach mal ausprobieren. Enthalten haben wir hier ein Setting Spray. Und zwar ist es das Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night, Stay All Day. Also damit kannst du die ganze Nacht Party machen. Und das hält dir den ganzen Tag über. Hier sind 34 Milliliter drin. Und das soll einfach haltbar sein und dir die Geschichte schön machen. Damit kannst du du kannst entweder das als Primer verwenden oder als Setting Spray. Das ist interessant, soll bis zu 16 Stunden halten und irgendwie einen Magic Touch geben. Okay, wir gucken mal den Sprühnebel an. Sehr schön fein. Riecht leicht blumig, also als würde ich mich in eine Blumenwiese legen, tatsächlich sehr gut riecht das tatsächlich. Aber ich merke auch tatsächlich leichte Pünktchen auf meinem Gesicht, aber man sieht sie so nicht, ne? Nö, das geht soweit klar. Aber ein interessantes Setting Spray, was ich dann einfach mal verwenden werde und ausprobieren werde und euch dann auch sagen kann, ob das wirklich so gut haltbar ist oder eben nicht. Und das war jetzt dieser unfassbare Adventskalender oder ich weiß es nicht. Manchmal kann man ja diese 12-Tage-Geschichte auch nehmen vom, ich glaube, 25. oder 26.12. bis zum 6.1. Also dieser Drei-König-Tags-Adventskalender. Das heißt quasi von der Zeit, wo die drei heiligen Könige den Stern gesehen haben, bis sie zum Christuskind gekommen sind. Es hat sich schon gelohnt. Ja. Ich bin ja eingetaucht in diese extreme High-End-Welt, wo ich normalerweise nicht unbedingt zu Hause bin. Und es gefällt mir dort ehrlich gesagt sehr gut. Aber ich glaube, meinem Geldbeutel und meinem Kontostand wird es nicht gut gefallen in Zukunft. Aber es ist cool. Ja, und es sieht schön aus.
Ja, ich habe gesündigt. Ja, das war jetzt einmal Charlotte Tilburys Schmuckkästchen, was ich euch präsentiert habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!